Wir sind schon sehr gespannt und übergeben an dieser Stelle an die, ich würde mal sagen, Wortakrobaten des Abends, die fachlich, sachlich und sonst überhaupt nicht anders kommentierenden Susanne Fröhlich und René Hiepen. Guten Abend euch beiden. Hallo. Guten Abend Stuttgart. Guten Abend zu Hause. Wunderschönen guten Abend. Susanne, für uns beide ist natürlich auch dieses Prominententurnen abermals eine große Herausforderung. Und Susanne, du bist heute extrem fröhlich, weil endlich mal eine olympische Disziplin dabei ist, die auch dein sportliches Turnherz höher schlagen lässt. Ja, ich finde das Trampolin wunderbar. Wir starten Sie, meine Damen und Herren, bitte jetzt Ihre VHS-Rekorder, Ihre DVD-Festplatte. Es folgt ein historischer Moment der deutschen Turngeschichte. Michelle und Yvonne im Synchron-Trampolinspringen. Mit einer atemberaubenden Kür. Synchronspringen heißt auch gemeinsam anfangen, immer im Kreuz bleiben. Oh, Michelle leicht in Führung, das war so nicht gedacht. Ja, aber Sie haben draußen vorhin gesagt, Sie haben noch einen Namen für Ihr Team gesucht und haben gesagt, wir nennen uns die Schlümpfe. Sie bereichern sich hier jetzt synchron, der Sitzpunkt und der halbe Schalter in den Stand. Ist es denn zu fassen, der erste Höhepunkt des heutigen Abends zu sein? Ich muss sagen, ich fand es herausragend. Auf dem Trampolin, da hat René jetzt auch ein bisschen Zeit durchzuschnaufen. Er ist noch ganz interessiert von dem Auftritt der Damen. Und einer ist Sportler des Jahres aus dem Jahre 96, nicht er, sondern Frank Busemann, Susanne. Einer der höflichsten jungen Männer, die ich hier kennengelernt habe. Ich habe ihn dreimal vor der Sendung in der Halle getroffen. Und wie synchron beide unterwegs sind auf dem Trampolin. Es ist schon fast sensationell. Der Sitzsprung, dann schauen Sie hier und ich erwarte sogar einen Salto zum Abschluss. Ja! Unglaublich! Salto gestanden, hast du das gesehen? Eine Rotation um die Körperbreitachse, um es fachlich genau zu formulieren, Susanne. Unglaublich! Vorjahressieger Tanja Wethorn und Patrick Fischke. Bitte, René und Susanne. Also der erste große Auftritt, Susanne, der so hoch favorisierten Titelverteidiger Tanja und Patrick. Beide haben extrem viel trainiert. Kleines Handicap, Sie in Berlin, er in München. Tanja Wethorn gibt ihr das Kommando, sie ist die Chefin. Blindes Verständnis aus unzähligen Filmrollen miteinander hier. Sitzt dann die halbe Drehung. Sie ist die Chefin. Und sie ist die Chefin, ganz klar. Ja. Aber zum ersten Mal zonen beide heute nebeneinander. Wow, guck dir das an. Fichte hat Probleme hinterher zu kommen, aber Patrick Fichte steht wieder ein. Und gleich ein Salto. Abgeräumt. Meine Güte, wie der einschlägt. Glänzend geturnt. Flickflack. Handstandüberschlag. Höchste Schwierigkeitsgrade für Joey Kelly. Der bleibt einfach im Handstand stehen. Den ganzen Abend, wenn du willst. Unglaublich. Diese Rolle rückwärts in den Handstand. Was für eine Kür von Joey Kelly. Und zu Recht, hallo Joey, hallo Deutschland, aber der René hat so gut moderiert. Alles klar, ja, siehst du. Also, René, an dich auch ein Dankeschön und an Susanne. Und vielleicht eine Sache als zusätzliche Information. Susanne, zu dieser Frau muss ich dir ein paar Zahlen nennen. 1,78 Meter ist sie groß. 126 Zentimeter Beine. She works hard for the money. Das passt doch. Donnerstag, meine Liebe. Ja. Schön, er ist austrainiert, ein Modellathlet. Kein Gramm zu viel, Susanne. Susanne, er beginnt seine Kür im sogenannten Strecksturzhang. Ja, der kann singen, der kann turnen. Und dann hat er putzige Socken. In den Grätsch sitzt. Jetzt bereitet er sich gedanklich vor auf die Rolle vorwärts. Ja. Glänzend geturnt. Ich finde, das ist ja so ein unbequemes Gerät. Ja, aber die Körperspannung ist exzellent. Und dieser Krätschstift. Guck mal, wie der da sitzt, als wäre das nicht... Gestreckt, tolle Körperspannung, unglaubliche Körperbeherrschung bei Joey Kelly. Und die Kraft ist schon ein entscheidendes Element hier beim Athleten. Eine sogenannte Kreis-Hock-Rende zum Ende. Eines der schwierigsten Elemente beim Abgang vom Barren, Susanne. Das solltest du wissen. Ja, und Susanne, für dich folgt ja jetzt sozusagen der erste emotionale Höhepunkt dieses Abends. Ja, ich gestehe, ich mag Markus Lanz. Ein kraftvolles Element. Boah, und das hat er leicht mit der letzten Handgelenk. Ach, naja, du bist doch sehr streng mit dem Rennen. Naja, ich muss auch hier die Objektivität bewahren. Aber Markus Lanz kämpft.
So kommt dein Figürchen auch mal richtig zur Geltung. Da bin ich froh, dass du dich freust, Susanne. Ja, das tue ich. Genieße es, es geht nicht mehr lange. Das ist schon zu Ende. Wunderbar, Markus. Jetzt die Pose, nur 10 cm breit, wie sicher sie über diesen Balken schlendert. Es ist ein Genuss. Hier, und glänzend gestanden von Yvonne Ransbach. Nie zuvor stand sie sportlich so im Rampenlicht wie heute Abend. Und es knistert hier förmlich in der Arena. Sie muss nochmal tief durchatmen. Und hier, die Standwaage, Susanne. Schau dir das mal an. Ja. Ja? Schau du es dir mal gut an. Schau dir das an. So haben wir Ransbach noch nie gesehen im ZDF. Nein. Diese Kür darf kein Ende nehmen. Nee, ich werde dir ein Endlosband machen. Wie so eine Endlosschleife. Und Achtung, der Abgang, die Radwende, ja! Wow! Ja, leichte Unsicherheiten aber. Ach komm! Sie hat sich körperlich so verausgabt, das muss man einfach verstehen, so sein. Ja. Und allein die Farbe ihres Kostüms weist auf einen aggressiven Auftritt hin, Susanne. Trotz ihres Muskelfaserrisses im Oberschenkel hochkonzentriert Julia Siegel, glänzend gedreht auf den Schwebebalken. Geht sie selber runter oder muss man sie runterholen? Nein. Sie hat Spaß und sie macht ihre Kür auch zu Ende. Wunderschön. Und das mit Verletzung. Bravo. Wie mit den Schwebebalken kam in den Stand. Das ist professionell und es ist sicherlich auf dem Schwebebalken das Beste, was Berlin-Kreuzberg zu bieten hat. Tanja Wether und diese Standwaage gekonnt, geturnt, dieses schwierige Element, Susanne. Ich gerate ja richtig in Rage, das ist ja... Und achten Sie auf den Ausdruck in jeder Sekunde Ihrer Vorführung. Es ist fantastisch. Das Unmögliche ist das, was man nie versucht hat, Susanne, merkt ihr das mal? Das ist Grazie pur, Eleganz auf dem Schwebebalken. Der toll. Nur 10 cm breit ist, Susanne. Sie startet hier gut in ihre Kür. Susanne. Wie nennt man das eigentlich, René? Sagt man, ich röhne gerne? Oder zum Beispiel, ja. Wir röhnen heute mal. Es ist ja kein olympisches Tongerät, aber Deutschland weltweit die Nummer 1 an diesem... Im Röhnen. ...Gerät am Röhnrad. Sie turnt am Röhrendraht und es ist schwierig mit ihrer Größe von 1,56 Meter, aber die Körperspannung exzellent hier. Wahnsinn. Drei verschiedene Disziplinen gibt es, das gerade Ausfahren, das Drehen und auch das Springen. Und er muss hier eine erstklassige Leistung abliefern, damit sein Team im Rennen bleibt. Aber guck mal das Gesicht, immer passend zur Übung. Hat er seine Karriere schon im Laufrad als Hamster? Ja, wahrscheinlich. Familiäre Verstrickungen. Richtig. Markus Lanz ist jetzt gefordert. Wir sind bei dir, Markus, und es nützt dir auch. Diesen hochbegabten Joey Kelly an. Er überrascht mich heute Abend sehr am Boden, auf den Barren und jetzt auch bei der rhythmischen Sportgymnastik. Mit diesen beiden Grazien, diese Figur geht in die Geschichte des deutschen Tonsports. Ich habe sie noch nie bei der rhythmischen Sportgymnastik gesehen, diese Figur, aber sehr eindrucksvoll, oder? Wow! Fantastisch, wie diese drei harmonieren. Er läuft schon weg. Und es ist die Zeit seines Lebens. Time of my life. Aber dirty ist es überhaupt nicht. Nein. Alles andere. Nein, kein Ding. Oh, Jean. Was für eine Tür. Joey Kelly. Wusste nicht, dass Busemann tänzerisch so begabt sein kann. Das war Genghis Khan pur. Ja, die Mongolei würde sich freuen. Ach. Ich bin begeistert von diesem Busemann. Grüne Welle auf blauem Boden, Susanne. Es ist ein Traum, was wir hier zum Abschluss zu sehen bekommen vom Titelverteidiger. Achtung, jetzt bitte auf Lanz achten. Markus Lanz in Höchstform. Patrick hat den Schwung gesucht und Tanja Wethoff ist nahezu perfektionistisch veranlagt in diesen außergewöhnlichen Bewegungen. Was kommt jetzt? Es muss der Schluss sein. Sie es kann das nur das Ende sein. Jawohl. Ein wunderschönes Ende. Ein herrliches Bild zu spanisch-russischer Musik. Ganz das Herzlichen Glückwunsch. Okay.